Durchfährt das Schiff den schmalen, von einem auf einer Klippe stehenden Leuchtturm befeuerten Kanal zwischen Epirus und Korfu. Eine breite, herrliche Bucht öffnet sich mit sanften Hügeln, durch einzelne Inseln gedeckt und über denselben sichtbar die zu verschiedenen Höhen ansteigenden alten Befestigungen der Stadt Korfu. Es wurden Ausflüge über die zauberhaft schöne Insel gemacht, deren entgegenkommende Bevölkerung die Königsfamilie und ihren Gast ehrfurchtsvoll und freundlich begrüßte. Staunende Ausrufe, klassische Zitate werden laut und helle, freudige Begeisterung leuchtet aus allen Blicken, ob dieses Paradieses mit seiner Stille und seiner Farbensymphonie. Das ist Griechenland. Das ist klassische Schönheit. Welch ein Blick. Hier kann man nur anbeten. Hier ist Gott in der Nähe. König Georg schlug mir vor, das Achilleion zu besichtigen, das seit dem Tode der österreichischen Kaiserin Sissi unbenutzt und leer stehe. Der König empfahl mir, das Achilleion zu kaufen und daraus einen Ruheplatz für das Frühjahr nach anstrengendem Winter für die Kaiserin und mich zu schaffen. Er und sein Land würden froh sein, mir Gastfreundschaft nach altbewährter Griechenart zu bieten. Das Schloss stehe schon lange zum Verkauf, aber es habe sich noch kein ernsthafter Interessent gemeldet. Durch den Vorschlag des Königs ermuntert und von dem Geschehen tief beeindruckt, wandte ich mich brieflich an den Kaiser Franz Josef mit einem Angebot. Ich hatte gelobt, dem Achilleion seine Weihe zu erhalten in dankbarer Erinnerung an seine Erbauerin, die unglückliche Kaiserin Elisabeth. Nur der schöne sterbende Achill in weißem Marmor von Herthas Meisterhand für Kaiserin Elisabeth einst gebildet, war für die große Terrasse doch zu klein. Ich ließ ihn in die Nähe des Innenhofs versetzen und an seiner Stelle ragt jetzt das eherne, 10 Meter hohe Standbild des Peliden. In voller Waffenrüstung, weithin sichtbar, das Antlitz zur Stadt Korfu gewendet. In voller Jugendkraft und Schönheit, selbstbewusst und stolz, der archäische Fürst der Myrmidonen. Ostern auf Korfu. Wer dieses Fest einmal erlebt hat, wird es niemals vergessen und sich ständig sehnen, es wieder zu erleben. Die Frauen ordnen sich zum Tanz in dicht aufgeschlossener Kolonne zu mehreren nebeneinander. 3 Schritte voraus, 2 auf der Stelle, 1 zurück. Tempo und Rhythmus sind sehr schwer zu halten. Auch die Mannschaften der Hohenzollern und der Begleitkreuzer haben es sich nicht nehmen lassen, an einem anderen Tage auch ihrerseits ihre Künste vorzuführen. Es
wurden Turnübungen und Gewandtheitsspiele sowie sportliche Leistungen vorgeführt, an denen die griechische Königsfamilie wie ich selbst uns ergötzen konnten. Volles Lob und Bewunderung ernteten die wackeren Matrosen, die zeigten, dass sie ihre Ruhezeit auf den Schiffen nicht mit Faulenzen verbracht hatten. Eines Tages in der Osterwoche des Jahres 1911 erhielt ich aus der Stadt die Meldung, es sei auf einem Grundstück in der Nähe des Einganges von Mont Repos ein steinerner alter Tierkopf gefunden worden. Man fragte an, ob ich nicht zu den Arbeiten kommen wolle, vielleicht sei noch mehr zu erwarten. Nach längerem Graben wurde eine Steinplatte zum Teil freigelegt. Das Archäologenfieber hatte mich mächtig gepackt. Welcher Anblick! In mächtiger Größe, über 3 Meter, grinste alle die zähnefletschende Gorge oder Medusa an, hohnlachend ihre Zunge ausstreckend. Schlangen im Haar, Schlangen um den Leib, ein gewaltiges Ungetüm. Einige haben gemeint, die Gorgo sei nur ein Apotropaion, eine Abschreckung zum Schutze des Tempels gegen böse Dämonen und Geister. Doch das kreisrunde Gesicht der Gorgo ist die Verkörperung der Sonne, eine frühe Darstellung der Sonnengöttin. Und damit ist unsere Gorgo auch das Urbild der berühmten Siegesgöttin, der engelhaft geflügelten Nike. Ich war tief betrübt, dass all diese Arbeiten, die noch erst in der Entwicklung begriffen waren und mich ganz gefangen nahmen, infolge des uns aufgezwungenen Krieges nicht fortgeführt werden konnten. Zu derselben Zeit, als der Zar 1914 sein Sommerkriegsprogramm aussprach, beschäftigte ich mich in Korfu mit Ausgrabungen von Altertümern. Ein Herrscher, der Krieg will und ihn planmäßig vorbereitet, um seine Nachbarn zu überfallen, der kann sich nicht monatelang außer Landes auf Reisen begeben. Während die Feinde planmäßig Vorbereitungen zum Überfall getroffen haben, befand ich mich auf Korfu, fuhr dann zu den Maifestspielen nach Wiesbaden, von dort zur Kieler Woche und anschließend wie jedes Jahr in die norwegischen Fjorde.